Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, eine fortschrittliche Politik, das ist das, was SPD, Grüne und FDP eint. Und dieser Mut und Wille zum Fortschritt wird auch die neue Verkehrspolitik dieser Ampelkoalition prägen. Nicht weniger als das ist auch nötig, denn wir stehen auch im Verkehrsbereich vor wirklich großen Herausforderungen. Mobilität bleibt ein wesentlicher Faktor für Klimaschutz, für Teilhabe und auch für unser erfolgreiches Industrieland. Wir wollen, das haben meine Vorrednerinnen und Vorredner schon gesagt, wir wollen Mobilität fortschrittlicher und nachhaltiger gestalten, zukunftsfest machen. Das gilt für die Schiene, für Häfen, für Schifffahrt, für den Luftverkehr und auch weiterhin für die Straße. Dass wir im Verkehrsbereich vor einem enormen Transformationsprozess stehen, das sollte wirklich jedem in diesem Hause klar sein. Und um diesen hohen Anforderungen von Nachhaltigkeit, von Klimaschutz, von Infrastruktur jetzt wirklich gerecht zu werden, brauchen wir einfach deutlich mehr Tempo im politischen Prozess, in der Planung und in der Umsetzung. Und was wir wirklich nicht weiter brauchen, das sind Bremsklötze von CDU, CSU. Wir brauchen keine weiteren Verhinderer und wir brauchen vor allem kein verantwortungsloses Mautdesaster mehr, meine Damen und Herren. Mein Kollege Detlef Müller hat schon unsere besondere Bedeutung und den Fokus von Bahn und Schiene hervorgehoben. Und ich möchte noch einen weiteren Fokus setzen. Ich bin auch Herrn Minister Wissing sehr dankbar für seine klaren Worte, nämlich Elektromobilität. Hier setzen wir ganz neu an. Wöchentlich werden derzeit etwa 250 neue Ladepunkte in Deutschland gebaut. Damit aber im Jahr 2030 15 Millionen E-Autos auf unseren Straßen unterwegs sein können, müssen es 2000 Ladepunkte pro Woche sein. Unser Ziel als Ampelkoalition ist klar. Wir werden 1 Million öffentlich zugängliche Ladepunkte bis 2030 schaffen und damit deutlich mehr Anreize auf Elektromobilität umzusteigen. Wir werden dabei sicherstellen, dass die Strompreise an den Ladesäulen transparent sind, dass man gezielt ohne langes Suchen freie Ladesäulen finden kann und das flächendeckend. E-Mobilität wird künftig überall selbstverständlich und einfach nutzbar sein. Und sie wird zusammen mit Digitalisierung im Verkehrsbereich die Mobilität ganz gravierend verändern, sie klimafreundlicher, sicherer, komfortabler und einfacher machen. Gleiches gilt auch für den Bereich Pkw, für ein verlässliches Ladesäulennetz, was wir brauchen, und auch für Wasserstoff als wichtige Antriebsform, gerade im Bereich Lkw. Das alles bedeutet aber auch für die Automobilindustrie einen ganz großen und einen notwendigen Transformationsprozess, den wir nach Kräften unterstützen werden. Denn sie ist eine unserer Schlüsselindustrien und wir wollen, dass das so bleibt, künftig dann eben mit E-Mobilität als Antriebsart der Zukunft. So sichern wir Arbeitsplätze, so schaffen wir neue und darauf können sich die Beschäftigten und die Unternehmen verlassen, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme aus Hamburg. Dort gibt es eine Vielzahl an wirklich guten und vernetzten Mobilitätsangeboten. Aber auch im ländlichen Raum, in Kleinstädten, muss Mobilität möglich sein und bleiben. Niemand darf abgehängt werden, weil er sich Mobilität nicht mehr leisten kann oder weil Angebote noch fehlen. Und für uns steht ganz klar fest, der Umbau unserer Verkehrsinfrastruktur, der wird nur funktionieren, wenn wir Stadt und Land gleichermaßen einbinden und wenn wir Mobilitätsangebote auch an Lebensrealitäten abbilden. Auch das ist übrigens eine Frage des Respekts, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen eine Vernetzung von Individual- und öffentlichem Verkehr und kein Gegeneinander. Denn Mobilität richtet sich für uns an den verschiedenen Bedürfnissen aller aus, egal ob zu Fuß, Rad, ÖPNV oder Auto. Wir werden hier ein neues Miteinander schaffen, in der Mobilität sicher, klimafreundlich und innovationsoffen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in der Koalition. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr Minister Wissing. Lassen Sie es uns anpacken. Vielen Dank. Jetzt hatten Nadine